Hallo, grüezi und Allegra auf dem Channel von Pure Life Inspiration. Ich begrüße euch an diesem wunderschönen sonnigen Tag in der Stadt Luzern. Luzern ist eines der bekanntesten Städte der Schweiz, vor allem bei den Touristen sehr beliebt und ist etwa im Zentrum der Schweiz am Vierwaldstättersee gelegen. Ich bin aber heute nicht hier wegen der Stadt Luzern, sondern wegen einem bestimmten Restaurant, und zwar ist es das Restaurant Karlskraut. Das ist ein veganes Restaurant, das vor einigen Wochen Eröffnung hatte, und ich teste heute mal das Essen dort und natürlich auch alles, was so dazugehört. Viel Spaß beim Video! Also, was hat man denn da gut? Das ist ein Pfernengussguss mit geröchelten Aprikosen, die leicht scharf ist, mit Zitronenjoghurt getoppt. Ja. Das ist Ofengemüse, auch mit Zitronenjoghurt. Das ist Tofu-Chili mit Quinoa. Ja. Das ist ein Süsshartöpfelrübe Quinoa-Salat mit Weinbeere. Und das ist ein Federkohl-Salat mit Linsen und anderem. Wow, super. Danke vielmals. Sieht gut aus. Ich mich auch. So, dann bin ich jetzt hier im Karlskraut-Restaurant in Luzern. Es ist über Mittag Selbstbedienung. Ich habe mir mal als erstes eine Suppe geholt. Es ist eine Karottensuppe mit Kurkuma. Die habe ich schon mal probiert und die ist wirklich sehr geil. Ich bin jetzt hier am Hauptgang, den musste ich am Buffet holen. Es wird dann zusammengestellt am Buffet, der Hauptgang, und kann ich selber schöpfen. Und es sind vier verschiedene Sachen, die hier im Hauptgang drauf sind. Und schmecken tut es sehr lecker. Ich finde es wirklich super gut. Es ist alles aber lauwarm, aber das muss natürlich so sein. Es ist nicht so ein heißes Gericht, es ist mehr so ein wenig salatig, aber sehr fein. Ich bin schon beim Dessert. Ich habe mir gleich zwei Sachen geholt. Das eine ist diese Zitronentart und das andere ist dieser Brownie mit Haselnüssen. So, nun war ich essen im Restaurant Karlskraut in Luzern. Es war sehr lecker, es hat mir sehr gut geschmeckt. Über Mittag ist Selbstbedienung dort, das habe ich nicht gewusst, aber hat mich auch nicht weiter gestört. Und das Essen hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Ihr habt es ja jetzt im Video auch gesehen, was es da so gab. Das Highlight war auch das Dessert, die Zitronentart und auch der Haselnuss-Brownie. Das war wirklich auch sehr lecker. Die Ambiance, die Bedienung hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Die Bedienung war sehr nett und unkompliziert. Und ich kann dem Restaurant Karlskraut von 10 möglichen Punkten eine glatte 10 geben, weil die Qualität ist wirklich top. Ich hoffe, dieses kurze Video über den Test vom Restaurant Karlskraut in Luzern hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Und ich verabschiede mich hier mit dieser wunderschönen Sicht, diesem wunderschönen Panorama von den Bergen und dem Vierwaldstättersee und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.